Dass die kostbare 14-jährige Muschi erstrebenswert ist, oder was? Das ist eher so ein Side-Fact. Ich glaube, das ist eher noch... Das ist ein Side-Fact. Wir nehmen selten abends auf, ne? Immer so ja, früh ist, aber heute ist mal stimmt. So mitten im, am Tag, kann man also sagen. Ich habe schon wieder irgendwie stundenlang Skaten in den Knochen und war noch nicht in Baden, aber ja, das wirst du schon überleben. Das ist überhaupt hier, ja, du bist umringt von irgendwie Schuhwerk, weil hier die Nachbarn frisch gerade am Einziehen sind und wir mussten unsere Schuhe reinräumen. Das ist ja hier ein Skandal. Eine olfaktorische Ablenkung hier. Ja. Aber ich merke es fast nicht. Man merkt, dass Schuhe im Raum sind, aber nicht die Masse. Olfaktorisch habe ich das letzte Mal gehört und das erste und einzige Mal, dafür aber auch 20.000 Mal hintereinander in das Parfüm ja. Und danach nie wieder. Das ist ein Wort, das verwendet keiner, aber Patrick Süskind dachte das schreibe ich da jetzt ganz oft rein. Ich kenne das so Wort, ein Drecksbuch. Ich kenne das Wort, weil ich mal gesucht habe nach einer schönen Formulierung für du stinkst. Mhm. Da habe ich dann aufgeschrieben, olfaktorisch suboptimal. Mhm, okay, ja doch. Oder auch kann so man. Staturensohn. Du Spross einer Dirne und so. Ja. Haben halt Sachen gesammelt und auch geklaut teilweise, aber das habe ich selbst erfunden, das mit olfaktorisch suboptimal. Ob es das schon gab, weiß ich nicht. Ich habe auch übrigens erfunden, Mensch mit Immatrikulationshintergrund. Mhm, doch. Das gab es vorher, habe ich gegoogelt, gab es einfach nicht. Inzwischen ist es aber voll das Ding. Ich habe es auch nicht etabliert, ich habe es einfach nur für mich behalten. Aber ich war der Erste. Du kannst doch das nicht für dich behalten. Das ist ja, als würdest du einen Dinosaurierknochen finden und den essen. Ich wusste nicht, wie. Also es gab keine Schüler-VZ mehr, wo man Gruppen aufmachen konnte und so. Schüler-VZ ist weg. Da kann man ja das Internet gar nicht mehr nutzen, um irgendwas in die weite Welt zu tragen. Und Studi-VZ ist auch jetzt weg, mein VZ. Nein. Ja. Hat sie jetzt doch noch erwischt. Ist eine große Meldung heute. Ja? Ja. Warum melden wir denn was? Oh, wir sind Brennpunkt Internet, Ronko, Tonko und Schmonko, aber Schmonko ist leider nicht da, vielleicht gesellt er sich nächste Folge noch zu uns. Wer Schmonko ist, werdet ihr dann erfahren. Eher Honko, oder? Honko eigentlich, Honk, ja. Monko wird auch gehen, Monko, aber... Ja, maybe. Vielleicht. Ein saftiges Aloha von der Datenbahn, von Datenautobahn, ja, von Datenautobahn. Uns. Ja, fühlt euch gekruschelt. Oh ja, fühlt euch hart gekruschelt. Wir haben wieder einen saftigen Sack voller Themen dabei. Legal Weed Killed in Congress. Was ist denn sich hier am Öffnen bei meinem Telefon? Breaking News. Ja. Dinge passieren. Nee, aber vorher nochmal zurück zu Patrick Süskind, das Parfüm. Hast du das auch in der Schule sehen müssen? Nein, ich habe es freiwillig gesehen. Ich hatte damals mit einer, ich sag mal, mit einer Freundin im Kino und wir konnten uns nicht entscheiden, was wir sehen wollten. Sie wollte in das Parfüm. Ich wollte der Teufel trägt Prada. Dann sind wir in den Prada gegangen, weil ich mich durchsetzen konnte. Und dann habe ich ihr quasi aus Mitleid zu Weihnachten dann das Parfüm geschenkt als DVD. Haben uns das dann angeschaut und dann haben wir den gesehen. Und ich fand den richtig tollen Film. Okay. Findest du nicht? Ich glaube, wir mussten den Film auch schauen. Bin mir aber nicht sicher. Was wir aber auf jeden Fall mussten, ist das Buch lesen. Und da dachte ich mir, was zur Hölle. Ja. Oh, das ist Weltliteratur. Da ist so ein kleiner Gollum, der riecht an minderjährigen Fotzen. Oh, das ist so Weltliteratur. Schon? Das ist. Warum nicht? Das ist doch. Oh, das ist doch ganz finstere Scheiße alles gewesen. Guck mal, es gibt ja diesen Stoff, diese Geschichte, gibt es ja als Film zum Gucken. Das. Ach nee, lesen Sie auch was für die Augen. Ja. Und zum Hören. Lesen ist fürs Gehören. Genau, fürs Gehören. Film für die Augen. Dann gibt es das Hörbuch für die Ohren und auch vielleicht eine Audiofassung für Gehörlose. Ja, und Kindergärten für die Nase. Genau. Ja, aber ich meine, es gibt noch keine Riechbücher oder sowas. Weißt du, so Riechmedien gibt es noch nicht. Also vielleicht nochmal für die ganz wenigen Leute unter euch, die das gar nicht kennen. Das ist Weltliteratur, das ist ganz wichtig. Ja. Und der Plot ist... Dass da halt wirklich einfach so ein Gollum auf der Suche ist nach dem perfekten Parfüm, der perfekte Geruch. Und siehe da, er findet ihn bei einer 13-, 14-jährigen Jungfrau, indem er ein Tuch über ihre Vagina rüberrubbelt. Und dann, geil, und am Ende bumsen alle. Spoiler. Aber ich dachte, er sammelt verschiedene... Ja, aber er findet ja die eine. Ach so. Ja, kann sein, dass es aus einer zusammengesetzt ist, aber seine Masterzutat ist die Flora von dem Wanz da. Wie es halt so ist. Und am Ende sind alle so von dem Geruch so abgeholt, so angehornt, dass alle Vögel miteinander. Was will uns das sagen?
Dass die kostbare 14-jährige Muschi erstrebenswert ist, oder was? Das ist eher so ein Side-Fact. Ich glaube, das ist eher noch... Das ist ein Side-Fact. Das ist so eine kleine Info, die droppt da nebenbei. Nee, es geht wohl eher darum, dass Liebe ja auch nicht nur durch den Magen geht und durch die Augen, auch durch die Nase. Wenn man jemanden gut... Kennst du das nicht, wenn du jemanden... Willst du gerade sagen, man soll eine 14-Jährige lieben? Nein, das sage ich damit nicht. Außer du bist selbst 14 Jahre, dann ist es voll okay, oder 15. Aber ich meine, kennst du das, wenn du jemanden optisch unattraktiv findest, aber du riechst die Person, denkst dann, oh... Kenn ich nicht. Würde ich gerne bespringen. Kennst du nicht? Mein Geruchssinn ist nicht der beste. Ach, sorry, na gut, ja. Aber, du hast ja auch, aber ja, ich weiß da, was du meinst. Du hast doch trotzdem diese Geruchdurchbrüche. Ja, ich habe Durchbruch. Ja, ganz vergessen. Geruchdammbrüche. Aber ich hatte das mal an der Uni ganz krass. Ich musste eine Partnerarbeit mit einem Typen machen. Der hatte was mit meiner Mitbewohnerin. Mhm. Und dann haben die Schluss gemacht und wir haben ihn eigentlich gehasst. So. Mhm. Da waren wir aber im selben Kurs. Ich glaube, es war Gerontologie oder so. Und dann dachte ich, hasse ihn. Aber er war erstmal super sympathisch zu mir. Mega lustig, hatte voll den Humor. Dann mussten wir den Raum wechseln, weil wir halt so Teamarbeiten für uns machen mussten. Da saß ich direkt neben dem. Und der hat so geil gerochen. Und ich dachte, der ist übelst heiß jetzt. Hm. Optisch gar nicht mein Ding unbedingt, aber ich habe ihn gerochen und dachte, oh, würde ich gerne bespringen, den Typen. Mhm. Auf einmal. Tja, ein Jammer, dass der nicht 14 war. Nee. Gut, das war kein Thema der Woche. Die Woche hatte aber einiges zu bieten. Uiuiui, Tino. Oh, es gab ja wieder den allergrößten Skandal diese Woche. Ne? StudiVZ wird eingestellt. Es gab einfach, ja, es gibt einfach zwei Größen, zwei internationale Größen, die jetzt gerade wieder Beef miteinander haben. Wirklich international, ja, also wirklich aus der ganzen Welt. Fast, also nein. Okay. Das war jetzt nur so eine Anspielung, dass die Leute denken, ja, jetzt kommt natürlich Russland und Ukraine. Nein, natürlich Mark nicht. Mark Terenzi und... Oh, nicht? Woher kennt man Mark Terenzi? Der hatte eine Band, aber ich weiß nicht, wie die hießen. Kam der nicht von Superstars ursprünglich oder so? Kann sein, aber da ist irgendwie halt also eine Band, so eine Boyband irgendwie, war dann mit Sarah Connor zusammen, hatte eine Solo-Karriere, so zwei Songs, die ganz okay waren und dann war er in der Versenkung verschwunden. Ist jetzt wohl liiert mit, wie heißt die denn? Ja, das ist jetzt wichtig. Dass so ein C-Promi ist das. Ja gut, gibt's ja nicht so viele. Ich google jetzt mal, hier googelt der Chef noch selbst, warte, ich guck mal. Aber ich kann dir schon mal sagen, Mark Terenzi ist es nicht. Aber ich dachte, der ist aus dem Dunstkreis. Guck mal, Mark Foster ist der bessere Mark. Mark Terenzi ist es, der hier, der hatte so einen Song, der hieß I Love to Be Loved by You, war sein großer Hit. I Love to Be Loved. Pop-Sänger. Genau. Bei Natural hat er gesungen. Natural. Hat jetzt eine neue Band, die heißt Team 5. Naja, nicht so kreativ. Also ist das nicht 1:1 das Jenny Elvers? Jenny Elvers. Uff. Jenny Elvers, die, glaube ich, mal alkoholkrank war, glaube ich. Oder irgendwie war die psychisch wohl ein bisschen... Jedenfalls sind jetzt ein paar. Wen meinst du eigentlich? Ihr werdet hier Dieter Bohlen. Ich habe das ja auch nur reingenommen, weil es um einen... Und Thomas Anders, der Kriegsheld. Ja. Nein. Ich habe das hier nur mit reingenommen, weil es um unser Konkurrenzunternehmen geht. Einen anderen Podcast. Und zwar... Der es ist ganz... Lose Luder heißt das. Der Podcast heißt so. Der Podcast heißt so. Und ich glaube, der wird ausdrücklich nur von Desiree Nick gemacht, wo ich auch nicht genau weiß, wer das ist. Ja, die ist eine Kabarettistin, eine Schauspielerin. Okay, das wäre jetzt auch wieder einer von diesen Namen von wegen, ich kenne den, aber ich weiß gar nicht, was die Person macht. Ja. Kein Bild, kein gar nichts. Die war mal Dschungelkönigin, tatsächlich. Kann sogar sein, dass sie daher kennen, wegen meiner Mutter. Die spricht immer so, das kannst du dir nicht vorstellen. Und genau da kommen wir nämlich zum Punkt. Ich habe mir Ausschnitte von diesem Podcast angehört und es ist ja fürchterlich. Die hatte Nadel Besuch. Die Ex-Frau von Bohlen. Dieter Bohlen, genau. Und die hat aber wieder ausgepackt. Ne? Also ich bin ja auch überhaupt kein Bohlen-Fan. Ja? Also du bist ja hier Blue Magune. Blue System. Blue Mabuse, wollte ich jetzt schon sagen. Blue System-Fan, ja. Mega. Aber wahrscheinlich auch nicht wegen Bohlen, sondern wegen der Musik, würde ich fast sagen. Und Modern Talking. Naja, war ja letztendlich auch der Director der Musik. Hat ja nicht selber gesungen zum großen Teil, nur die Strophen so ein bisschen angehaucht, so. Aber er war schon ein Mastermind der Popmusik. Naja, geht so.
Also ich bin da nicht so begeistert und seine Instagram-Videos sind mir auch ganz suspekt, weil der ganz, ganz komisch ist. Ja. Also auch so 180 Grad dessen, was er in seiner DSDS-Performance hier so gezeigt hat. Egal, ich will da gar nicht so lange drüber reden. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass es fürchterlich ist, diesen beiden Waschweibern, ich sage jetzt mal, diesen Vibesbildern. bestimmt ganz sexistischen Begriff. Aber die machen jetzt keinen festen Podcast. Nee, ich glaube, Nur dass zu sie Gast. sich halt immer irgendwelche Luder einlädt Ja. und sie ist das Hauptluder. Ja. Die redet halt wirklich wie so eine typische 80-jährige Oma. Keine Ahnung, wie Aber schon alt die immer hat ist. die so gesprochen. Okay. Ja. Genauso, Alter, wie die ganzen Schwestern auch von meiner Oma, die reden alle so. Ach, Robin, Und wann es lernst du ist mal was fürchterlich. Vernünftiges? Es ist ja fürchterlich. Ganz, ganz schlimm. Ja. So, aber es ging wohl darum, dass Dieter Bohlen, das ist ein Geizkragen und der hat den Nadel wohl mal im Keller eingesperrt und bla. Und die andere hat halt auch sich jetzt hier nochmal zu Wort gemeldet, glaube ich. Der letzte zehn Ex-Frauen Verona. gefühlt. Verona Poth. Ja, ist scheißegal. Eigentlich wollte ich nur einen anderen Podcast bashen. Ihr habt hier, Leute, die beste Wahl getroffen. Wir sind besser. Aber ganz schlimm, ich glaube auch, dass Nadel mal Background-Sängerin war von Blue System, Das hat sie aber nämlich auch auch gesagt. nicht singen kann und auch nur Also. die Lippen bewegt zu irgendeiner fremden Stimme. Das ist so weird, wie er da so eine Gitarre spielt, irgendwie in dem Fernsehen, und die beiden singen gar nicht wirklich, bewegt nur die Lippen zu fremden Stimmen. Das ist so Fremdscham irgendwie. Darum ging es nämlich auch. Sie hat 8 Wochen auf Tour Background-Sängerin gemacht, hat sie gesagt. Hat aber kein Background-Lip-Performerin. Geld dafür bekommen, weil sie ja ein Paar waren und er quasi ihr ja Essen gibt. So. Im Ja, Endeffekt ist mir das alles egal. Wenn das Kost und wirklich so Logis. war, dann, ne, von mir aus. Dieter Bohlen ist ein Assi von mir aus. Ist mir Ja. scheißegal so. Ja, haben wir mal drüber gesprochen. Finde ich aber nicht cool, dass er sie nicht bezahlt. Ich habe auch schon Projekte gemacht, wo ich dann Leute, auch die ich kannte, bezahlen konnte irgendwie. Wenn ich es kann, tue ich das doch. Und gerade auch meinen Partner, Partnerin, wenn das Geld eh da ist, nur eh diese Stelle besetzen musst, weißt du, Das ist ja kann auch man die auch einfach bezahlen. clever, um die Steuer zu umgehen. Na gut, ja, letztendlich. Fließt in den eigenen Haushalt? Naja, ich habe hier Ausgaben. Wer keine Ausgaben mehr hat, ist StudiVZ. Ja, Ich will darüber du mit willst dir es hier auf sprechen. jeden Fall rein. Ich muss, es war Aber mein erster Kontakt mit Social Media war SchülerVZ, ja. gut. Und StudiVZ kam dann ein bisschen später. Und es war für mich echt eine eigene Welt. Warst du auch bei StudiVZ? Eben nicht. Ich war halt bei mein VZ und ich war bei SchülerVZ, aber da ich nicht Student war, Ich habe gemogelt. ja, dachte ich mir, also da sind ja ganz viele rein, noch weit bevor sie in dem Alter waren, hätten studieren können, bla, Eloquenz. Aber nee, ist denn StudiVZ in irgendeiner Form besser gewesen als SchülerVZ? Ich dachte, Studi und mein VZ E1 waren irgendwie, man konnte Nee. da doch drüber. Ich dachte, man Ach konnte auch so, sich vielleicht verbinden später oder miteinander. so. Ich Also ich dachte, wir dachte, wurden mein eins. VZ ist halt wirklich für alle da und StudiVZ, was will ich denn hier diese Scheiße lesen? Oh, heute wieder Vorlesung gehabt. Oh, Halt's Maul. Oh, Bildung, gell, komm Ja, her. was soll das? Bachelor, Master, Thorsten, brauche ich nicht. Jedenfalls ist SchülerVZ schon seit ein paar Jahren eingestellt worden und ich war live dabei bei der Abschaltung. Ich Ist das war, schon 10 Jahre jetzt bald, ich weiß glaube nicht, ich? vielleicht, gefühlt sind es 5 Jahre, kann aber auch schon länger her sein. Ich habe mich eingeloggt und da gab es noch diesen Buschfunk. Alle haben da reingeschrieben, ja, das war's bald, Leute, so, gleich in 5 Minuten wird man abgestellt und dann hast du neu geladen, irgendwie nach Mitternacht oder so, dann war es halt weg. Und es Uff. war voll das Gefühl so, echt uff, krass. Ich habe da so viele Menschen kennengelernt, so viele Nachrichten verschickt, geflirtet und Gruppen aufgemacht. Ich war zum Beispiel der Gruppenmoderator der größten Elvis Presley Fangruppe. Und einer der größten Falco-Gruppen war ich der Administrator. Hab meine ersten Erfolge quasi dort gefeiert. Stark, Tino. Und jetzt Stark. StudiVZ, der Letzte, wirft jetzt hier den Hammer In die ins Kind, Sichel. in die Sichel, genau. Einfach aus Konkurrenz vor Facebook und Instagram und so weiter. Aber Facebook ist doch absteigend, da kann man doch. Aber immer noch wahnsinnig groß, gerade so in der Mittelschicht. Man kann sagen, dass Instagram SchülerVZ ist und Facebook ist so eine Art mein VZ. Weißt du? Da sind die Älteren, tummeln sich darum, und bei Instagram so die SchülerInnen und Schüler und die jungen Leute. Würde ich jetzt mal so umframen wollen. Aber dieser Buschfunk, der war ja eigentlich vom Konzept her gar nicht so schlecht, oder? Naja, es war Du, wie eine also, Chronik, also wie so ein, es war wie wie eine heißt das? Chronik, aber nur mit Leuten, denen du folgst. Ein Feed war das quasi, Ja. genau. Allerdings folgen die ja dann wiederum Leuten, die du nicht kennst. Jeder hat einen Ist ja eigenen relativ wild, oder? Feed quasi, ja. Ja.
Ja, und der war nicht überladen mit irgendeinem Scheiß, was jetzt halt hier bei Facebook ist, irgendwie Spieleeinladungen und es gab Artikel eben, posten. also das gibt's ja gar nicht mehr, Spieleinladungen, habe lange keine mehr bekommen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, es gab bei Studi und SchülerVZ keine Likes und Kommentare. Man konnte echt nur aufeinander quasi buschfunken. Was ich aber furchtbar fand, ich habe es nicht genutzt. Also ich war ja tatsächlich ein großer Fan von Weimar 1 damals. Ja, das war ja gut. Weil da ging es auch um Events und so. Ich hatte es fast vergessen, aber das gibt es noch. Das gab es mal, ja. Stimmt. Ja. Da habe ich auch mal mit Ena geflirtet, ja. Bis sie dann einen dummen Satz gesagt hat. Und dann dachte ich mir, halt mal, habe ich bestimmt entweder hier oder im Stream schon mal erzählt, dass die Ex-Freundin von ja einem Skater halt war und den hat die gesagt, nie wieder ein Skater. Oh. Und da dachte ich mir schon damals, das ist so eine grenzdebile Aussage. Auch dass nicht da ernst über gemeint. Irgendwie, na doch schon. Meinst du? Auf jeden Fall. Da also grenzdebil einfach nur. Egal. Ich kenne Menschen, die gesagt haben, noch nie wieder ein Mann, nur noch Frauen. Hm. Und vor ein paar Tagen sehe ich, dass er mit einem Typen jetzt verheiratet ist. Ist halt so. Man kann Dinge sagen, die man nicht so meint. Ist manchmal so. Was auch manchmal so ist, dass J.K. nicht Simmons, sondern Rowling auf Twitter gebasht wird. J.K. Rolling Stone. Genau. Rolling in the Deep ist ja ihr Titelsong. Und die rollt ja auch immer deeper in die Scheiße. Die hat gar nichts gemacht, aber ich habe das jetzt, während du nämlich hier Pipi Kaka auf dem Klo gemacht hast, habe ich noch rausrecherchiert, was da denn los ist. Und es geht einfach nur darum, dass das neue Spiel Harry Potter Legacy, was ich dir auch eben gezeigt habe, boykottiert werden soll, damit J.K. Rowling kein Geld bekommt. Das wird ihr wehtun. Naja, das nicht wirklich, aber ich glaube. Ja. Aber ich verstehe dieses Argument. Ich bin auch ein Harry Potter-Fan. Ich bin jetzt kein Potterhead und so und ich kenne noch nicht mein Haus. Aber ich sehe die Filme sehr gerne. Ich mag die Atmosphäre und will auch dieses Spiel spielen, weil es echt cool aussah. Wir haben es ja gerade zusammen geschaut. Das ist halt so ein Open-World-Ding und ja. So. So ein bisschen, ich habe es beschrieben wie GTA wahrscheinlich. Du hast so einen eigenen Charakter, hast Missionen zu erfüllen. Da kannst du auch frei rumlaufen dort. Ja. Und so eine Art Rollenspiel. Was ich tatsächlich am allerbesten daran finde, dass das halt, soweit ich weiß, nichts mit diesen ganzen Harry Potter, Ron Weasley-Larven zu tun hat. Das ist eine eigene Geschichte sozusagen, ja. Genau. Ich glaube, lange davor oder eher danach müsste es ja sein, wenn es Legacy heißt. Naja, wer weiß, also ich. Ich hoffe, einfach Harry Potter ist verreckt. Aber kennst du die Story von Harry Potter, was passiert ist am Ende und so weiter? Ja, bist ja. du da drin? Also es ist ja möglich, dass es danach auch spielt. Ja. So letztendlich. Ich weiß es aber nicht, habe ich mich nicht belesen. Zum Thema Boykott. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Weil ich glaube, dass es wie bei Michael Jackson so ein bisschen ist, auch wenn er vielleicht ein pädophiler Straftäter war, so, seine Musik ist größer als er. Er ist eh tot. Er verdient daran nichts mehr. Ich kann ihn immer noch hören und kann ihn auch promoten, die Musik. Voll cool. Und bei Harry, bei J.K. Rowling ist es so, die ist halt mit transphoben und homophoben Tweets aufgefallen, dass ja Menschen mit Penis keine Frau sein können und sowas ja völliger Quatsch ist in meinen Augen. Oh, da kommen wir direkt zum nächsten Thema gleich. Das Hallo. Kann sie nicht bestimmen. Und deswegen wollen viele das boykottieren. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass viele Harry Potter Darstellerinnen und Darsteller sich auch gegen sie gewandt haben und auch das Studio und so sagen ja alle, dass sie nicht mit ihren Meinungen konform gehen. Mhm. Besonders auch hier Radcliffe, Watson und Rupert, die Hauptcharakter, haben alle gesagt, die distanzieren sich davon. Ich finde es schön, dass du bei einem den Vornamen gesagt hast. Mit den anderen. Ja, ja, weil ich doch Emma Watson heißt die und Rupert, ach, keine Ahnung. Grint. Grint, irgendwie sowas, ja, Grintwort. Und ja, sie verdient daran Geld, aber ich finde auch mit Recht. Ich finde es okay, sie ist jetzt auch kein Nazi, sie ist jetzt auch nicht irgendwie ein Putin-Supporter. Sie hat halt trotzdem die ganze Geschichte erfunden. Also. Sie hat sie erfunden und ich finde, die Geschichte ist gut und da kann sie auch gerne daran verdienen. Das finde ich vertretbar, auch wenn ich ihre Aussage nicht vertretbar finde. Wenn man so lange immer noch. Wie gesagt, auch halt, ob die irgendwie 200 Millionen oder 210 Millionen hat, ist auch scheißegal. Ja, letztendlich, also. Ja. Ich weiß halt gar nicht, was ihr Networth ist. Das würde ich jetzt mal rausgoogeln, wenn ich mit 200 Millionen richtig liege. Also Milliardärin ist die auf keinen Fall. Die besten verdiensten Autorin der Welt gehören. Ja, auf jeden. Zumindest lebend. Vielleicht kommt noch Stephen King vielleicht noch dazu. Vielleicht, keine Ahnung. Er hat auch einiges verdient durch die S-Filme und so. Ich weiß nicht. Ich verstehe jeden, der Harry Potter boykottiert, aber ich tue es nicht. Ich boykottiere eher sie und will sie nicht in den Himmel heben und sagen, oh, J.K. Rowling ist Harry Potter und so, tolle Autorin. Ich sage eher, tolle Geschichte, tolles Universum.
Ist ein bisschen höher, als ich dachte. Und du staunst. Wie viel ist es denn? Es sind 820 Millionen und jetzt kommt's Pfund. Das heißt, es sind ja fast 1 Milliarde Euro. Mhm. Ja, heftig, ne? Das ist viel. Sie hat irgendwie ein Georgian House in Kensington. 4,5 Millionen Pfund. 2 Millionen Haus in Edinburgh. Das ist auch so eine Sache. Was brauchst du denn zwei so riesen... Na, ist ja fuck. Edinburgh. Ja, die ist halt so reich. Ich wurde damit konfrontiert, dass die als MILF bezeichnet wurde. Ich muss mich jetzt mal als ewiger Jungspund outen und sagen, also alleine das Wort MILF ist für mich schon übelste Abtörung. Und ich habe ja für mich jetzt noch keine MILF gesehen, wobei ich jetzt das nicht an Kind haben festmache unbedingt, sondern an sichtlich herangealterte Frau, die aber noch ein wenig knackig ist. Ja. Aber also ich kann das, also ich sage ja nicht, dass sie dann hässlich sind oder sowas, aber ich kann nicht verstehen, dass man da so einen harten Fetisch für hat. Ja, was heißt verstehen? Also ich kann auch nicht verstehen, na gut, ich bin jetzt selber jetzt eine Person, die eher wenig ausschließt, so wegen pansexuell und so, aber ich kann das schon nachvollziehen, dass man sagt, irgendwie, man findet reife Frauen attraktiv, weil sie vielleicht auch erfahrener sind und ein anderes Mindset haben und so. Ja, das kann ja sein, aber das macht für mich halt die Optik dann auch nicht besser. So. Oder ich kenne ja auch Menschen, die stehen zum Beispiel auf, weiß ich nicht, kräftige Männer mit Bart und behaarter Brust, so. Kann ich auch nicht nachvollziehen unbedingt, aber irgendwie kann ich verstehen, okay, vielleicht fühlst du dich da ein bisschen geborgen und du findest vielleicht das Brusthaar attraktiv und den dicken Bauch, wo du dich drauflegen kannst, ist voll okay, ist eher nicht meins. Ja, ich wollte jetzt auch gar nicht drüber reden, ob das okay ist oder nicht. Ich habe nur mal erwähnt, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Oder? Das kann ich nicht nachvollziehen, dass du es nicht nachvollziehen kannst. Aber wo wir doch gerade davon reden, es gab nämlich ich würde fast sagen, einen Shitstorm, Skandal, was auch immer, was in diese Richtung geht, um die Schwimmerin Lia Thomas, die ehemals ein Kerl war und jetzt nicht mehr. Als männlicher Schwimmer war die Person auf Platz 400 irgendwas weltweit. Und jetzt aber, als nicht allzu lange Frau seiend, ersten Platz belegt in irgendeinem krassen, ich weiß gar nicht, vielleicht war es sogar Olympischen Spiele? Ich weiß es nicht. Irgendein Schwimmscheiß, was man halt sich einen reinschwimmt. So, ganz vorne mit dabei. Tino, was sagst du dazu? Ja, ich kenne die Debatte. Wir hatten... Oh, dein Wecker. Wir hatten... Sonst stehst du erst auf. Die das ist mein Wecker, falls ich einschlafe vorm Stream. Jetzt halb sieben abends. Es ist halt... Es ist ein Problem. Ich verstehe es, dass es ein Problem ist. Aber ich habe manchmal die Befürchtung, dass diese anekdotischen Einzelgeschichten rausgepickt werden. Tust du nicht. Aber es passiert, dass es rausgepickt wird, um zu sagen, es ist gar nicht okay, dass man als ehemaliger Mann jetzt eine Frau ist, weißt du? Das sagt keiner. Nee, doch, gibt es Menschen, die holen das ein bisschen hervor. Ja, aber da ist doch unfair, wenn man das so macht. Finde ich nicht richtig. Aber da geht es Mann ist Mann, Frau ist Frau. Um den Sport. Keiner sagt, das ist keine Frau. Da geht es um den Sport. Sport hat irgendwie den Anspruch, fair zu sein, finde ich. Aber die Frage ist ja, wen betrifft das denn eigentlich? All die Frauen, die da sich ihr Leben lang hintrainieren und dann abkacken. Ich weiß nicht, es ist halt so ein sehr, sehr kleines Problem, auf das du so drauf wird. Für dich ist es ein kleines, für mich ist es auch ein kleines Problem, weil es mir eigentlich scheißegal ist, aber ich kann das schon sehr verstehen. Ich würde halt sagen, es ist irgendwo ein Kompromiss, wenn man sagt, man macht eine extra Liga für halt Transmenschen oder so. Und umgedreht muss man halt sagen, wie viele ehemals Männer jetzt Frauen, nee, andersrum, wie ehemals Frauen jetzt Männer gibt es denn, die dann halt in Leistungssport irgendwie krasse Erfolge feiern. Das kann man halt nicht wegreden, dass man, wenn man irgendwie den Großteil seines Lebens männliche Hormone hatte, dass man da irgendwie einen physischen Vorteil hat. Also ich glaube erstmal nicht, dass es jetzt eine Massenumwandlung geben wird Profisportlern, die sich umoperieren lassen aufgrund von diesen Erfolgen. Das ist schon mal andersrum. Also es sind ja immer nur ehemals Männer, die zu Frauen wurden, die dann halt brillieren in Sport. Du, aber andersrum. Umgekehrt gab es das nicht, meinst du? Ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe keine Fälle mitbekommen davon. Ich weiß nicht, ob jetzt dann Neo-Männer auch das Problem haben oder es andersrum vielleicht sogar ist, dass sie dann mehr abkacken. Weiß ich nicht. Aber was wollte ich sagen? Ich finde es aber auch schwierig, noch eine eigene Kategorie zu machen, weil die Menschen wollen ja einfach nur Frauen sein. Ja. Und einfach nur ein Mann sein. Weil mit anderen Männern
oder anderen Frauen ihren Sport ausüben und nicht sagen, jetzt machen wir noch eine dritte Paralympics auf, jetzt machen wir nochmal die Transolympics. Das wäre das Gleiche, wenn ein gesunder Mensch bei den Paralympics mitmacht, wäre ja auch nicht so fair, oder? Wenn wir gerade von Fairness reden. Ja, es gibt ja jetzt keinen transbehinderten Menschen, der alles... Nee. Ich komme gerade voll raus. Ich wollte dich nicht raus. Nein, ich verstehe diesen Gedanken schon irgendwie, aber ich glaube halt, dass die... Es heißt ja auch da nicht... Also keine Kategorie, du bist weder Mann noch Frau, sondern, und das ist halt einfach ein Fakt, dass es so ist, auch wenn du dich dein Leben lang als Frau gefühlt hast und dann erst die Transformation mit 30 oder was machst, dann heißt die Kategorie halt Frauen, die früher mal einen Penis hatten oder so, aber schon immer Frauen waren, das von mir aus. Finde ich sehr schwierig. Das ist auch nicht sehr catchy, der Name. Erstens das ja. Und zweitens, ich habe da auch keine Antwort drauf. Das kann ich sagen. So, ich kenne das Problem. Ich weiß, dass es ein Problem ist, dass es sehr hitzig debattiert wird und so weiter. Und da gibt es sehr viele Hardliner und Hardlinerinnen von beiden Seiten. Ich habe gar nicht gesagt, warum das so ein großes Thema war. Die Person wurde nämlich ausgebuht. Was natürlich auch wieder nicht cool ist. Der zweite Platz hat halt bei der Preisverleihung übelst Applaus gekriegt. Und der erste Platz dann halt dieser Transmensch, Lia irgendwas. Thomas, die Frage ist ja auch, was sagen denn die Menschen, die betroffen sind? Was sagen denn die Menschen, die jetzt Zweiter geworden sind, weil halt die Transfrau Erster war? Das ist schon mal die eine Frage. Sagen die auch, oh, unfair? Oder stellen sie sich eher auf die Seite der Erstplatzierten und sagen, ist halt jetzt so, es ist ja trotzdem eine Frau. Und wenn sie stärker ist als ich, dann war sie halt jetzt stärker als ich, weißt du? Man will ja einfach als Frau eine Frau sein, nicht wieder ein extra Ding aufmachen müssen. Was ich verstehen kann, was aber auch nicht alle Probleme löst, wenn man Menschen anders einteilt im Sport, nach Testosteronwerten, nach was weiß ich, nach Größe, Stärke und so, nach Gewichtsklassen, und das Geschlecht weglässt. Aber auch das ist nicht fehlerunanfällig. Ja, aber es wäre eine Überlegung, das habe ich auf jeden Fall noch nie gehört, von daher, also ich weiß nicht, wie gut man das machen kann jetzt irgendwie. Weiß ich auch nicht. Aber ich hätte auch für keine Lösung, ich weiß, dass es ein Problem ist, aber ich weiß ich nicht. Man muss darüber, glaube ich, einfach sachlich diskutieren und Menschen, die sich auskennen, die in diesem Sportbereich arbeiten und wissenschaftlich arbeiten, biologisch arbeiten, dass die sich mal zusammensetzen und eine Lösung finden. Und die Menschen, die es betrifft vor allem, wie sie es denn haben wollen. Ja, das ist dann halt wieder dieses Befindlichkeitsding. Und also wenn ich von mir ausgehe und ich irgendwie, ich mache jetzt hier bei einem Geruchskontest mit als Person, die halt früher nicht riechen konnte und jetzt schon, ja, und das halt nicht so gut wie der normale Mensch vielleicht, ja, ja, aber dann ist das irgendwie... Das ist irgendwie was anderes, finde ich. Also ich wäre nicht verletzt, wenn man mich halt so... Weil es ist halt ein Fakt, dass es so ist, weißt du? Und es ist ein Fakt, dass diese Person halt, auch wenn es... Sie hatte halt meinen Penis so. Ja. Und das ist ja okay. Und Testosteron und so, ja, und andere Muskel, weiß nicht, Strukturen, möglich. Ich kann es nicht sagen, mich hat es bisher nie betroffen. Ich kenne diese Art... nicht von ich verliere etwas, nur weil jetzt eine Person irgendwie... Das kommt ja noch dazu, also ich gehe jetzt so ein bisschen auf diese Seite so, aber im Grunde ist mir das auch völlig egal, aber man muss ja schon sich irgendwie auch mal in das Mindset von so krassen Leistungssportlern reinversetzen, oder? Mhm. Also du guckst ja jetzt sehr viel Wrestling, ja, wo ja vorher schon relativ klar ist, was passiert. Für die Zuschauenden nicht. Ja, richtig, aber für die Ausführenden so. Ja. Und hier geht es aber wirklich um richtig harte Competition, wo du wirklich also 80 Stunden die Woche irgendwie dich dahin trainierst. So. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das halt irgendwie ein bisschen schwierig ist. Habe ich auch schon mal hier erzählt, es gibt auch eine Trans-Wrestlerin, die mal Mann war und auch erst sehr spät sich geoutet hat. Und die ist dann Frauen-Champion geworden bei AEW. Mir haben es auch die Ersten gesagt, haben, oh, voll unfair, da haben die anderen Frauen ja gar keine Chance, wenn die so stark ist. Es ist Wrestling, Leute, ja. Es ist geskriptet, es ist da völlig ist es egal. Quatsch. Da ist es auf jeden Fall richtig, ja. Quatsch. Da ist das ja eigentlich gerade geil. So. Ja, klar, es gab ja auch schon Cis-Frauen, die so stark und groß waren, wie jetzt Nyla Rose heißt die. Das ist ja dann nichts anderes irgendwie. Es ist schwierig, ich weiß es nicht, ich habe keine Antwort, ich kenne das Problem. Gucken, was passiert. Aber es ist schon schön, dass wir jetzt so lange nicht über Russland und Ukraine gesprochen haben. Stimmt. Immerhin. Kommt vielleicht noch. Ich habe noch eine Sportmeldung und zwar... Oh ja, Sport. Apropos Dinge an den Kopf werfen. Okay. Ich weiß nicht, wo es gerade herkommt, aber ich habe es einfach mal gesagt. Gestern wurde ein Spiel abgebrochen, ein Fußballspiel. Und zwar Borussia Mönchengladbach führte gegen den VfL Bochum mit 2:1. Und in der 68. Minute
ist wohl ein voller Bierbecher, vor allem voller Bierbecher, an den Kopf eines Seitenschiris geknallt, der übelste Kopfschmerzen davon getragen hat. Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Zum Beispiel war auch dann so, sie haben es abgebrochen, das Spiel, nach der Beratung. Und jetzt ist das Spiel ungültig, die müssen es neu starten. Ist es nicht bescheuert? Also ich Also das wäre für mich wieder so ein Ding von Unfairness, weil was können denn diese 20 Sportler auf dem Feld dafür? Weißt du? Die haben da 70 Minuten alles gegeben, so bis vermute. aufs Fleisch runtergeschabt sich. Und jetzt, weil der Schiri sagen, oh, ist gemein gewesen. Ja, ist natürlich nicht cool. Ja, ich will das hier nicht relativieren, ist nicht cool irgendwie. Das ist vielleicht sogar versuchter Mord, wenn das ein richtig schwerer Gegenstand ist. Oder fahrlässige Tötung. Also versuchte, ist egal. Versuchte fahrlässige Tötung. Ich glaube, das gibt's gar nicht. Egal. So. Das ist fahrlässige Körperverletzung wahrscheinlich. Und die sind jetzt die Geknechteten. Ist doch scheiße. Naja, aber auch der. Ja, stimmt, auch die Fans werden ja dementsprechend irgendwie bestraft, weil sie auch ein Spiel sehen wollten. Es wurde dann abgebrochen zu früh und so. Und ihr Verein konnte dann irgendwie nicht gewinnen und so. Ist auch für die eine Art Bestrafung, aber für den Verein noch viel mehr, für die Spieler Aber bestimmt. wer hat das nochmal gespielt? War das was Großes? Weiß ich nicht genau. Mönchengladbach gegen Bochum. Und ich vermute, ich habe es nicht genau gelesen, aber ich vermute, dass den Leuten das Ergebnis nicht gepasst hat, sie deswegen auf den Schiri geworfen haben und nicht sicher sein konnten, aha, jetzt wird es abgebrochen, neu gemacht, das Spiel. Jetzt haben die nochmal eine Chance zu gewinnen, die anderen, weißt du? Das wäre witzig, aber dann wäre interessant, ob es da überhaupt einen Präzedenzfall gibt, dass das halt so. Ist Weiß ich das so nicht. der Notfallknopf, ja? Wenn das Spiel nicht gefällt, einfach Schiri umboxen. Ja, aber es gab ja auch schon vorher so also Ansagen vom Stadionsprecher, so, ja, es fliegen ständig hier Becher aufs Feld und so und andere Gegenstände, macht das mal nicht, das ist nicht gut und so. Haben es weitergemacht, einen vollen Becher vor allem, der übelst teuer ist, ja, so ein volles Bier, Das gute Bier, das auf kann den man nicht verstehen. Schirikopf. Wenn das noch Ehringsdorf war, du Todsünde. Ja, aber hallo. Und das finde ich sehr asozial. Und Das das gibt es wohl im Fußball sehr oft, dass Schiris irgendwie angegriffen werden, obwohl die meistens nichts dafür können, wie das Spiel läuft. nächste Mal also bitte mit Wasser füllen, bevor ihr das werft, Leute. Oder austrinken zuerst. Oder reinpissen. Ja, stimmt. Kann man auch machen. Schiri, wir wissen, wo dein Ach, Pissglas ein steht. Bundesligaspiel war es. Hier habe ich es doch aufgeschrieben. Ja, das ist doch irgendwas Bundesligaspiel. Großes. Ja. Bundesliga habe ich schon mal gehört. Ich auch. Im Was ich Fernsehen. auch schon mal gehört habe, ist Japan. Hast du es auch schon mal gehört? Ich war da zufällig schon mal. Einmal oder zweimal? Einmal leider Krass. erst. Aber das zweite Mal muss passieren. Das ist da so eine Sache. Japan ist ja, also wenn man es besucht, ist super. Wenn man da lebt, nicht ganz so sehr, aber das ist mir ja scheißegal. Ja, klar. Selber Die schuld. haben ja so Regeln. Ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber geredet, dass da auch die Schulen so ein bisschen so eine Regelung haben. 200 Schulen in Tokio haben jetzt ein paar Regeln davon ausgesetzt. Unter anderem die Regel, dass Schulmädchen alle weiße Unterwäsche tragen müssen. Die gibt es japanweit und in Tokio jetzt an 200 Schulen nicht mehr oder zumindest abgeschwächt. Und das ist alles ganz, ganz dumm. Was, wenn du so einen Pups fahren lässt und dann färbt sich die Hose ein bisschen braun hinten, ist es dann Direkt schon Verweis. Regelverstoß? Ja. Scheiße. Nee, aber da musst du das erstmal dir, das musst du erstmal dir auf der Zunge zergehen lassen, wie so ein Szenario abspielt sich. Eloquenz. Aber wird das dann kontrolliert? Ja, also pass mal auf, also ich weiß es ja nicht, wie passiert das? Da ist so ein Mädel, die läuft hier fröhlich durch die Schule, hops da rum. Irgendwer, keine Ahnung, Mitschüler sieht das, geht dann zum Lehrer und sagt, hier, die hat eine rote Hose, Unterhose an. Und dann kommt Oder der jeden Lehrer an Tage. und sagt, zeig mal. Oder also wie kann ich mir das vorstellen? Was ist da Oder los? ihre Tage, wenn sie rot war. Stimmt. Ja. Ist doch, also wofür ist es wichtig, frage ich mich. Das Schlimmste daran ist, dass in meiner Meinung die abartigste Farbe für Unterwäsche ist weiß. Findest du? Finde ich. Ich überlege gerade, ich habe, glaube ich, zwei weiße. Die sind aber eher so, die ziehe ich eher an, wenn der Rest schon in der Wäsche ist. Siehst du? Ja, das Sagt stimmt. alles. Na, für mich ist es einfach, das hatte ich auch im Stream durchgekaut, die Konnotation, weil alte Frauen oder auch Männer, weißt du, die haben ja dann diesen Feinripp-Schlüppi oder Frauen halt mit ihrem Oma-Schlüpper, die sind halt alle weiß. Schon alleine deswegen ist das halt für mich so ein bisschen Ich dachte eher so negativ. an beige. Gibt es bestimmt auch. Kenne ich mich zum Glück nicht ganz Wir so mussten aus. damals am Theater für, was war das denn, Frühlingserwachen, glaube ich, mussten wir auch uns ausziehen komplett und mussten dann so Hautfarben, also
meine hautfarbene Unterwäsche tragen, also so beige Unterhosen tragen quasi. Mhm. Das war auch sehr wichtig. Und das sah immer furchtbar aus. Mhm. So richtig so alt, wie so eine alte Opa habe ich mich gefühlt. Kann ich mir vorstellen. Ja, also deswegen, die armen Mädels in Japan müssen hier so unattraktive Unterwäsche tragen. Ja, aber wofür? Die Frage ist ja auch, wie lang die Röcke sind. Das ist witzig. Ob man das sehen kann. Da habe ich ich will jetzt nicht sagen Tiefenrecherche betrieben, aber da bin ich drüber gestolpert, dass ich dann gedacht habe, yo, also einfach langen Rock oder wie, weil das ist ja auch vorgegeben, dass du einen Rock tragen musst. Tatsächlich wollen die Mehrheit der Mädels lieber kurze Röcke. Und es gibt ein Minimum an Länge, was denen zu lang ist, den meisten, weil mit den langen Röcken man zum Beispiel Fahrradfahren viel beschissener machen kann. Ja, stimmt, stimmt. Mhm. Und warum habe ich das eigentlich alles gesagt? Also das ist natürlich ein bisschen schön, dass jetzt hier diese 200 Schulen immerhin so ein bisschen mal von dieser alten Scheiße weggeben. Aber nur die Unterhose muss nicht mehr weiß sein. Unterhose, und ich glaube, bei den Frisuren hat sich auch ein bisschen was geändert. Aber bei anderen Schulen wiederum wurde jetzt vorgegeben, dass ein Pferdeschwanz nicht mehr in Ordnung ist. Weil der entblößte Nacken ja die Boys anstiften könnte, horny zu werden. Ich dachte, das wäre so eine Art speziistische Aneignung, der Pferdeschwanz. Wieso? Na, wie kulturelle Aneignung, wenn du Dreadlocks trägst, speziistische Aneignung, Pferdeschwanz. Ach so. Ja. Ah, das war ein Gag. I see. Ja, jetzt war ich gerade verwirrt. Ach so, Pferdeschwänze machen also die Schwänze der Männer hart. Pferdeschwanz an der Frau macht Pferdeschwanz am Mann. Ist da was dran? Ich finde schon, oder? Ich finde Pferdeschwänze auch sehr sexy manchmal. Wenn du, also ich finde von so Frauen den Hals, das hat schon was, oder? Also ich bin ja Fan von Zopf links und rechts, weil nur die Elite trägt sowas. Mhm. Von Pippi Langstrumpf über Harley Quinn zu Spinelli und wie sie alle heißen. Die Band von Lindemann auch, hatten auch genau, so siehst du. Ja. Aber ein Pferdeschwanz ist jetzt nicht so unbedingt meins. Keine Ahnung. Was ist denn mit den Mädels, die kurze Haare haben vielleicht? Dürfen die kurze Haare haben? Das sieht man ja auch den Hals, den Nacken. Das ist eine gute Frage. Das sieht man gar nicht so in den Medien, oder? Kurze Haare. Aber ist Pferdeschwanz nicht auch so eine Blowjob-Frisur? Ja, ja. Wenn die Haare nicht im Weg sind? Wenn die Haare runtergemacht werden, weißt du, es ist Business-Time. Habe ich mal gehört, ja, genau. Aber trotzdem, also habe ich jetzt keine besondere Gefühlsregung zu, sag ich mal, ist mir relativ. Ich frage mich gerade, wie man das umgehen könnte. Dass man trotzdem sich irgendwie den Pferdeschwanz macht. Habe ich mal gemacht, hat das Bild gesehen, da war ich, glaube ich, bei Imp zu Besuch und habe mir dann so vorne und hinten so einen Pferdeschwanz gemacht. Und? Ist gut gewesen? Sah voll geil aus. Nice. Das wird ein Trend in Japan. Ich denke auch. Naja, haben wir es mal thematisiert, ist auf jeden Fall super. Es ist immer schwachsinnig. Wieso müssen denn sich die Frauen danach richten, wenn Männer geil werden von etwas? Ja. Können nicht die männlichen Menschen oder die Menschen, die auf Frauen stehen, sich nicht einfach dazu erziehen, dass sie einfach weniger horny sind und weniger needy sind und sich mal kontrollieren können und mal irgendwie nicht einen Steifen kriegen, wenn sie eine Frau sehen, mit ihrem Nacken. Ja. Ich habe jetzt auch hier noch rausgefunden, welcher Haarstil jetzt wieder erlaubt ist. Der Two-Block-Hairstyle, der oben kurz ist, der oben lang ist und kurz hinten und an den Seiten. Der war auch, warum auch immer, das ist so ein Scheitel. Verboten. Ist das so ein Scheitel oder wie? Weiß ich nicht. Halt wahrscheinlich so Leon der Profi, hier die Mathilda, die hat doch so ein Bob, heißt es doch, oder? Ah, Bob. Sowas hätte ich gedacht, ist das. Naja. Dumm. Gut. Einfach dumm. Auch hier andere Regeln, die weggefallen sind an diesen 200 Schulen, sind, dass man eine Art Hausarrest kriegt, wenn man komische Sprache verwendet, die nicht einem typischen Highschooler entspricht. Also du musst was sagen wie Fly und LOL und Cringe. Wahrscheinlich, sonst fliegst du raus. Ja, sonst kriegst du Hausarrest. Aber Lehrer, das ist ja komisch. Wie heißt das? Ich meine Cringe. Das ist Wack. Wack Shit. Du musst Wack heißen, du Idiot. Hausarrest. Ja. Ab 1. April gilt das dann da. Das ist doch schön. Das kommt hoffentlich nicht wieder. So wie die FFP2-Maskenpflicht in Österreich. Mhm. Denn sie wurde abgeschafft vor 2 Wochen, die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen, weil alle dachten, ja, Freedom Day und jetzt wird wieder gelockert und so. Aber die Zahlen sind hochgegangen und komisch. Wir haben eine Inzidenz von 3600 in Österreich und jetzt kommt die wieder, die Maskenpflicht. Ich habe ja, also bin da jetzt sehr sensibilisiert für, weil ich habe mich ja
mit einem Weimarer Rapper getroffen, den ich hier nicht weiter benennen möchte. Stellt es sich dann heraus, dass er wohl positiv war. Oh. Hinterher. Mittlerweile dann doch negativ. Also Schnelltest war wohl positiv und PCR-Test war dann negativ, eine knappe Woche später. Aber Alter, also ich habe mich dann, war einmal im Test, ja quasi zweimal im Testzentrum und habe so noch Schnelltests gemacht und war so unnötig, Alter. Aber wusste Peter Kleiner, dass er auch positiv sein könnte, der Rapper? Ja. Okay. Nee, wusste er nicht. Wusste er nicht. Und keine Ahnung, vielleicht war es jetzt letztendlich auch, es gibt ja falsche falsche Positive auch. Egal. Aber seltener. Ich glaube, die sind eher falsch negativ. Ja. Ja, und dann war ich im Testzentrum und es war halt auch so ein Ding, Alter. Da steht dann halt so ein Typ neben mir, der sagt, hier, ich will hier, so ein jungscher Kerl. Und da höre ich schon, wie es heißt, ja, aber du kommst hier nur mit FFP2 rein und gucke ich mir so an und er, ne, so eine OP-Maske, Nase draußen so, bin ich instant zwei Schritte zur Seite gegangen. War der richtige Call, stellt sich raus, der war positiv. Das war halt einfach so eine Kette an sinnlosen Sachen, die all da hätten nicht sein müssen. Ja. Weil ich mich halt, also ich habe halt schon öfter jetzt auch mal abgesagt so und dachte mir so, komm, gib's dir einen Ruck. Und wenn du dich wirklich mit keinem anderen da abgibst, sondern diesen ganzen Assis auf dem Wheelie, dann passt das schon. Ja. Dumm. Aber alles cool so. Ich bin weiterhin alles negativ. Ich habe ja auch Abstand gehalten, aber war halt wieder so eine Sache. Die machen jetzt nach 3 Tagen sind die Tests, ne? Nach der Infektion. Ja. Genau. Ich habe es ja auch erst 3 Tage später quasi erfahren. Oder 4 sogar. Ich kenne auch Menschen, die haben zu Hause einen Test gemacht. Ein Schnelltest, der war positiv. War dann im Testzentrum, der war negativ. Zu Hause noch einmal eingemacht, positiv. Testzentrum wieder negativ. Also völlig, völlig krass. Wahrscheinlich auch wegen der verschiedenen Tests, die man sich kaufen kann, die auf verschiedene anschlagen, auch auf verschiedene Varianten teilweise auch anspringen. Also viele Tests gehen ja auf Omikron springen die gar nicht an. Was ein Riesenproblem ist. Ja, und die Dame hier, das hatte ich das im Podcast gesagt, dass die hier, die wir kennen, dass die jetzt positiv war. Die hat die Delta-Variante gekriegt, mit der wir feiern. Und die hat gesagt, sie hat es richtig aus dem Leben geboxt. So. Shit, gut, dass ich nicht in der E-Borg war mit der. Ah, tatsächlich. Ah, interessant. Naja, dann habe ich jetzt noch ein Thema, bevor wir zur Ukraine kommen können von mir aus, weil da sind ja irgendwie auch Dinge passiert, scheinbar. Keine Ahnung, was da los ist. Irgendwie knallt es immer mal und so. Rocket Beans hat mal wieder einen kleinen Shitstorm. Ja. Und irgendwie, ich weiß nicht. Also ich beschäftige mich damit eigentlich nicht so viel, aber dann guckt man halt doch nochmal nach, was so, wie so das Stimmungsbild ist. Und das hatte ich ja auch schon mal angesprochen, dieses Circle Jerk, ja. Ja. Wo ich auch rein sprachlich krasse Übereinstimmungen, eigentlich wollte ich Überschneidungen sagen, zu diesem ganzen Drachen-Game oder Mimon, Barata oder auch dieselben Leute, die halt bei MCM irgendwie mal Stunk machen. Genau die gleichen Leute, die also sehe ich da auch von den Wörtern, die verwendet werden und so, ne? Und der Rainer wird ganz oft auch erwähnt. Also das ist irgendwie schon ein ähnliches Klientel, ohne das natürlich jetzt hier alles über einen Haufen zu kehren. Und ich frage mich halt immer härter, wieso beschäftigt man sich derart ausführlich mit Sachen, die man einfach nur scheiße findet. So. Also ich habe das ja zum Beispiel hatte ich hier öfter erwähnt, Fear the Walking Dead, eine Serie, die ich halt hate watche, sage ich mal, aber ich hasse das ja nicht, sondern ich lache eher darüber, wie lächerlich das geworden ist. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir das angucke und mit dem Kopf schüttle und sage, oh, das macht mich alles so wahnsinnig. Du hast einen Blog-Eintrag irgendwie, wieder scheiß Folge. So, sondern ich denke mir, ach du Scheiße, jetzt hat er mit einer Axt eine Pistole gespalten und zwei Zombies gleichzeitig getötet. Ach, dumm. Scheiße. Ja, so, und da ist es aber jetzt so, dass da halt wirklich so viel, also ich habe den Shitstorm jetzt noch gar nicht erklärt, das ist auch komplett richtig, dass das nicht cool ist, was da abgelaufen ist, aber dann würde ich halt das zur Kenntnis nehmen, okay, scheiße, ist natürlich jetzt auch nicht mehr das allerbeste Argument zu sagen, ja, dann guck's halt nicht. Aber was ist passiert? Ganz kurz, ich weiß, aber ich kann es jetzt nicht unterbrechen und wieder... zu sagen, guck's einfach nicht, ist natürlich auch schwierig, weil ja, du hast es jahrelang geguckt und bist da investiert, aber auf der anderen Seite, was ist denn das für ein Armutszeugnis für dich, wenn du es dann aber nicht schaffst, dich davon loszureißen, weißt du, dann
sei doch mal selbst stark, ja, oder zeig Größe oder was auch immer und sag, ja gut, dann entsprechen die halt jetzt nicht mehr dem, was ich mal vor 8 Jahren gekannt habe oder wie sie angefangen haben, dann sage ich jetzt auf Wiedersehen. Aber nein, man geht jeden Tag wieder irgendwie ins Circle Jerk und guckt sich an, oh, was ist jetzt wieder für eine Scheiße passiert? Was ist jetzt wieder, oh, ich hasse die alles so sehr. Und das ist ja völlig auch legitim, dass sie sagen, Rocket Beans sind viel zu krass, wenn die zensieren und so in ihrem eigenen Forum, dass sie die ganze Zeit immer alles, was Kritik ist, quasi wegblocken. Aber auf der anderen Seite, wenn halt in deren unzensierten Forum quasi die ganzen Top-Comments bestehen aus, oh, ich hasse den Typen so sehr, oh, ich wünsche dem alles erdenklich Schlechte und dass seine Karriere so richtig vor den Baum fährt. Das macht dich doch nicht glücklich, Alter. Naja, doch. Also ich glaube schon, dass es Menschen daraus ihre Energie ziehen. Wenn du so krass von der Sache enttäuscht bist, dachte ich, das haben wir schon mal das Thema gehabt. Ja, die haben ja immer mal was. Ich habe zumindest gerade Déjà-vu, das zu erzählen, dass Menschen ihre Kraft daraus ziehen, andere leiden sehen zu wollen. Wenn du jemanden richtig geil fandest viele Jahre, dass du dann dranbleibst und immer wieder raushauen musst, du warst früher mal geiler, jetzt bist du scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, dass sich jetzt das eher irgendwie aufputscht, weißt du? Und du das geil findest, das zu tun. Ja, aber da trittst du doch echt auf der Stelle, ey. Dann, na klar. Dann schließt damit ab und guck dir halt was anderes an. So. Wollen die nicht. Die finden es auch jetzt geil, in dem Thema zu bleiben, also in dem Fall Rocket Beans. Mhm. Aber also können im Universum bleiben, man kann ihren Frust rauslassen, weißt du? Und es ist halt dann vertraut. Aber du kannst dich eben drüber aufregen, dass früher mal alles besser war. Das ist schon... Es hat seinen Reiz, glaube ich. Das ist doch, also dieses auch in der Vergangenheit leben, ist doch genauso erbärmlich. Ja, also der eigentliche Shitstorm ist jetzt auch relativ kurz runtergebrochen. Einer der Mitarbeiter hat jetzt auch angefangen mit Stream, der das eigentlich immer nicht wollte. So, die haben das ja ausgelagert. Die machen das jetzt nicht mehr 24/7 auf ihrem eigenen Sender, sondern jeder hat seinen eigenen Stream. Boykottieren sich auch gegenseitig so ein bisschen, zocken das gleiche Spiel gleichzeitig und so, was ja eigentlich ein bisschen dumm ist, aber sollen sie halt machen, wie sie wollen. Scheißegal, ist mir doch Wurst, Alter. So, und der hat jetzt auch angefangen mit Stream, hat dann einen Anruf von seiner Firma bekommen, hat gesagt, hier, das geht so nicht und so. Und wo die Firma quasi auch im Recht ist, ist natürlich kein cooler Move, aber die Firma ist im Recht. Es gibt arbeitsrechtlich halt das Ding, dass du nicht über einen bestimmten Betrag an Arbeitsstunden haben kannst, weil dann die Gefahr besteht, dass es deine tatsächliche Arbeitszeit, auch wenn du es in deiner Freizeit machst, halt darunter leidet. Also so. Er macht es aber in der Arbeitszeit. Nee, in der Freizeit hat er zusätzlich gestreamt, hat sich... könnte sich eventuell daran überarbeiten und sein Vertrag lässt das quasi aktuell nicht zu. Das wurde nicht so ganz kommuniziert. Er hat in seinem Stream halt das angedeutet. Viel, viel größer wurde es dann, weil halt diese ganzen Etiennes und Simons, die du ja vielleicht auch kennst, dann in ihren eigenen Streams halt wieder, oh, das geht mir so auf den Sack, dass ihr jetzt das alles so groß machen müsst. Die haben es dadurch natürlich selber doch größer gemacht. Auch nicht clever. Also es gibt in dieser Seite bei der Sache nur Verlierer, finde ich. Und ich stehe dazwischen und lache, aber greife mir auch an den Kopf, wie man sich da so hart reinsteigert. Das verstehe ich nicht ganz. Der macht in seiner Freizeit ein Stream. Kriegt dafür auch Geld. Also aber nicht von dem Arbeitgeber, das ist dann nochmal extra Geld. Bei sich zu Hause, genau. Der Punkt war einfach, dass ganz viele bei ihm reinsubscribed haben. Und er hat gesagt, ey Leute, ich habe einen Anruf gekriegt, ich kann nicht so viel streamen, nur dass ihr das wisst, vielleicht nehmt ihr euer Abo zurück, was ja eine nette Geste ist. Wobei es auch nicht der beste Move ist, das so. Ich finde das dumm. Öffentlich. Ich meine, ich habe ja auch zwei Jobs, wo ich Verträge habe und wo ich angestellt bin. Und wenn ich bei dem Arbeitgeber A Urlaub nehme, muss ich nicht bei Arbeitgeber B auch Urlaub nehmen. Ja. Das heißt, der Arbeitgeber A sagt, uns ist es wichtig, dass du in der Woche, wo du Urlaub hast oder in 2 Wochen Urlaub, nicht bei uns bist und dich erholst. Was du aber machst in deinem Urlaub, ist dir überlassen und ich kann quasi ja parallel während des Urlaubs bei B arbeiten. Aber er hat ja keinen Urlaub in dem Sinne, das ist ja ganz normal. Naja, aber es ist ja, ob er jetzt in seiner Freizeit Kühe melkt und Milch trinkt oder ob er jetzt irgendwie streamt. Was geht denn dir das an? Das ist doch keine Arbeitszeit. Ja, aber ich weiß nicht, ob es halt was anderes ist, weil du nicht in der Medienbranche so direkt arbeitest, weißt du? Er hat halt einen Vertrag, der das... Man hätte natürlich auch als Arbeitgeber sagen können, okay, vertraglich ist halt schwierig, aber mach halt dein Ding. Aber scheinbar will man das nicht. Man kennt halt die Interna nicht genau. Naja, es kann Verträge geben, von wegen darfst keine Konkurrenz sein zu deinem Produkt, wenn du halt angestellt bist in der... bei einer Firma, die Streams macht, ja, unsere Streams über hier Rocket Beans Kanal und machst noch im Privaten irgendwie, dann kann sein, dass es so eine Konkurrenzklausel gibt. Das kenne ich von verschiedenen Bands, die haben auch in ihrem Vertrag irgendwie stehen, du darfst deiner Band keine Konkurrenz machen. Die muss halt immer Hauptding sein. Du machst nur Solo-Projekte, wenn die Band gerade irgendwie Pause macht. Das gibt es.
Aber sonst? Ja, das wäre dann halt wieder sehr ungerecht dem gegenüber, dass ja diese anderen Hauptleute, von denen alle eigene Streams haben dürfen und er dann halt nicht. Einer, der jetzt auch da irgendwie seit 15 Jahren schon arbeitet. So. Ja, ich wollte es auch gar nicht so groß machen. Es ist nur, also es war schon ein großes Ding. Und eigentlich der Höhepunkt war, dass dann halt Simon in seinem Stream gesagt hat, dass ganz viele Werbepartner und so alle halt immer sagen, was ist denn bei eurer Community los? Warum sind die alle so toxisch? Haben sie garantiert auch selber dafür gesorgt, wenn du dir halt groß auf die Fahne schreibst, wir sind Community-Sender und dann haut das halt nicht so hin, wie man es gerne hätte. Dann baut sich da halt Frust auf. Aber fürs Individuum gesehen kann ich das nicht nachvollziehen, warum man dann nicht einfach sagt, ja gut, dann guck ich halt was anderes. Ich finde es voll dumm. Ich weiß nicht. Ich finde es dumm. Der hat einen Arbeitsvertrag, erfüllt den. Was er privat macht, das kann auch völlig Wumpe Ja. sein, wenn er nicht gerade parallel streamt zu seinem Arbeitgeber, weißt du? Also Mist, ich ganz hatte, glaube ich, nicht. vorteilig, ganz scharf. Der war seitdem einmal dann wieder live, hat nur Pizza gegessen, hat dann hunderte Subs reinbekommen. Also das, der hat jetzt, glaube ich, auch erstmal. Gute Unterstützung. Naja, gut. Jetzt haben wir hier noch 20 Minuten. Da können wir sowas von. Oh, gucke mal. Oh, Abkulten, Russland, ja. Ukraine. Ein virales Video, also richtig virales Video diese Woche. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Da war so ein Österreicher und der hat den Leuten mal erklärt, wie man sich zu verhalten hat. Das gab es 70, 80 Jahre nicht. Meinst du Arnold? Genau der. Ja. Und? Hast du es gesehen oder Äh, hast ich du nur habe ich gehört? hab nur darüber gelesen, dass Arnold Schwarzenegger eine Videobotschaft an Putin und an die russischen Soldaten gerichtet hat und sagt irgendwie, na, es sind schlimme Szenen, die da passieren, hört auf, es ist grausam und so, aber habe es nicht Ja, gesehen. das Geile ist halt, dass er das sehr, sehr viel besser formuliert als, ja, hört mal auf, das ist nicht gut so. Der macht es wirklich sehr, sehr gut, auch wenn am Anfang mich ein bisschen gestört hat, dass es halt so abgelesen wirkt, aber dann hinten raus ging's. Also er erzählt halt eine sehr persönliche Geschichte von sich und das irgendwie abgelesen ist halt immer dann so ein bisschen awkward, weißt du? Aber nach hinten raus. Er dreht es halt so, dass es nie irgendwie verurteilend ist, erst recht nicht den Privatpersonen aus Russland gegenüber. Auch Und spricht, Putin, der Privatperson, ja. ist halt wirklich so. Selbst Putin spricht da mit einer gewissen Art von Respekt an, obwohl halt das, weißt du, nicht unbedingt angebracht ist, aber Aber es irgendwie kommt nicht so von vielleicht oben eher herab, an. genau. Ja, es kommt eher an, gerade bei jemandem wie Putin. Und also ich habe es irgendwie. 12 Stunden nachdem es online war, hat es bei Twitter alleine schon 15 Millionen Aufrufe. Das ging echt krass ab und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist ja alles runtergeschaltet, aber es scheint auch in russischen sozialen Medien krass zu trenden. Durch VPN, Also klar. ich kann mir vorstellen, dass das wirklich ein bisschen was bewegt. Und das ist Wer ja, weiß, da ich. setzt sich so ein herangealterter Actionheld irgendwie ran. Ex-Gouverneur von Ja, Kalifornien. das ist schon, also nicht schlecht. Kann ich echt empfehlen. Das ist ein gutes Statement. Aber gerade zu diesem Thema Twitter-Videos auch in Russland. Ich habe noch mir aufgeschrieben, dass gerade sehr viele Influencer in Russland Videos gemacht haben, wie sie vor der Kamera weinen und so, weil sie ihre Einnahmequelle Ja. verlieren und so. Und auf der einen Seite, okay, ja, dein Beruf bricht gerade weg, dein Job, den du machst, bricht weg. Auf der anderen Seite ist es ja wegen eines Kriegsfalls so. Und Menschen sterben gerade, verlieren ihre Familien. Und es ist unangebracht, Videos zu posten. Oh, ich kann nicht mehr bei Instagram mein Müsli posten und Millionen Geld verdienen mit Werbeverträgen. Das Ja, finde ich irgendwie sehr, sehr schwierig in dieser es ist Situation. ein sehr zweischneidiges Schwert, muss ich sagen. Also auf der einen Seite verstehe ich das ja auch und fand es auch nicht cool, dass man da so unbedingt den Finger drauf hält. Guck mal, diese Influencerin macht jetzt das. Finde ich Nee, auch nicht ja. gut, das so vorzuführen. Aber also ich meine, wir machen ja jetzt ja auch mit unserem normalen Leben weiter, während 600 Kilometer drüben ist halt Kriegsgrenze sozusagen. Also ja. Ja, aber wir setzen uns ja nicht hin und sagen, oh, uns geht's so schlecht, wir haben keine Nudeln mehr im Regal, wir sind die großen Verlierer des Krieges. Das Doch, ich, warte sagen wir mal. ja nicht. Also die ersten Hamsterkäufe haben Nee, ich sag angefangen. ja, also weil es es ja schon gibt teilweise. Mein Vater war auch gestern einkaufen, meinte zu mir, er hat keine mehr bekommen, keine Nudeln mehr bekommen in seinem Laden da und kein Öl. Ich sag ja nur, wir stellen uns ja nicht hin und sagen, wir sind die großen Verlierer jetzt, weil wir keine Nudeln mehr kaufen können. Wir kommentieren es natürlich, aber mehr halt nicht. Und auf der anderen Seite ist es auch irgendwie so, dass die Menschen eben nicht wissen, wie sie ihr Geld verdienen sollen. Und ich frage mich auch, können die nicht auch über VPN trotzdem Instagram nutzen und posten Also ja, weiterhin? der Otto Normalbürger wird das halt nicht so checken, aber klar, also die hatten wir, glaube ich, auch letzte Woche, dass die Apps
Die Top 3 Apps waren jetzt alles VPNs in Russland. Also klar machen das viele. Wobei, es geht auch nur, gut, ich dachte gerade nur an die Influencer selber. Ja, die können ja bei VPN reingehen und posten. Die werden wahrscheinlich dann 80% irgendwie russische Follower haben, die dann nicht alle VPNs nutzen. Ja, und vor allem sind die dann halt Personen des öffentlichen Lebens. Das checkt man dann schon eher als so eine kleine Privatperson. Vor allem die Regierung halt, ne? Ja. Wenn der Wladimir irgendwie der Frau da folgt, die ihr Müsli postet, dann ja. Na, vielleicht macht er da eine Ausnahme, wenn der ihr Outfit of the Day jeden Tag weiterhin sehen will. Mhm. Vielleicht sagt er, na gut, du darfst Instagram weiter. Aber Russland will jetzt eigene Marken etablieren. Das ist doch richtig, das war doch richtig witzig. Das war so eine ganze Shitshow, die so, aber sag du erst mal. Ja. Und zwar soll Roscram, heißt das, rauskommen in Russland. Mhm. Ein eigenes Instagram für ihr Land sozusagen, wo Menschen das gleiche machen können wie Instagram, nur dass es halt Roscram heißt. Und, ist aber noch nicht das Witzige, McDonald's soll ersetzt werden. Hast du es gesehen? Naja, ich habe gesehen, dass das so ein allgemeines Ding ist, dass die ganzen Firmen, die halt da jetzt einfach ihre Filialen alle gelassen haben als Boykott, quasi, dass das ins Staatseigentum übergeht. Dann gab es gleichzeitig die Drohung, alle Firmen, die bis zum 1. Mai, was so ein krasser Militärfeiertag für die ist, nicht zurück sind, kriegen einen 10 Jahre Bann. Ja. Also das hat für mich den gleichen Vibe wie, oh, ich darf in dieses Restaurant nicht ohne Maske rein. Na, das boykottiere ich jetzt. Mhm. So. Ganz komisch. So, also die stehen da jetzt halt rum, die McDonald's-Dinger. Mhm. Davor hat sich übrigens, warte, das war so ein irgendwie halbwegs bekannter Pianist, hast du vielleicht auch gesehen, der hat sich da angekettet. Ja, stimmt. Also es war der erste richtig fette Russe, den ich gesehen habe. Es sah eigentlich aus wie in Amerika, das Bild. Stimmt. Der ist 5 Personen in einer. Nikas Safronov, der hat sich an McDonald's rangekettet und hat gesagt, das geht nicht. Die haben hier kein Recht, hier Feierabend zu machen. Mhm. Und der sah auf jeden Fall aus, als tut ihm das gut, wenn McDonald's mal dicht macht. Es gab ja auch ewig lange Menschenketten, so, die noch gewartet haben für die letzten Burger und Horten, die jetzt verkaufen, die bei eBay. Pass mal auf. McDonald's soll ersetzt werden durch Onkel Vanya. Mhm. Es gibt schon ein Logo. Und es ist kein. Leute, während ihr jetzt hört, googelt mal Onkel Vanya McDonald's und das Logo. Das. Es ist einfach. Ah. Ja, stark. Es ist quasi ein B. Also ein McDonald's. Wahrscheinlich kein B, das ist wahrscheinlich ein McDonald's M. Es ist quasi ein McDonald's M, nur zur Seite gedreht, das wie ein B aussieht. Und ist wahrscheinlich ein, weiß ich nicht, russischer Buchstabe. Ja, da guck mal, das wird ja dieses B da sein. Wahrscheinlich, ja. Also es wird ein W wahrscheinlich sein. Roter Untergrund, ein gelbes B sozusagen. Ja. Und man muss es nur zur Seite kippen, nach links. Es ist halt das Meggens-Zeichen so. Ja. Also es ist mega witzig. Ups, nicht Telegram. Ja, na, die haben ja gesagt, wer sich hier verpisst, der, wie gesagt, ne? Der kommt entweder gar nicht mehr rein. Das ist halt total dumm. Die knechten sich doch damit selber. Ja, die ganzen ausländischen Firmen lassen wir gar nicht mehr hier rein. Diese Multimilliardär, super beliebt, gerade McDonald's und so, die kommen hier nicht mehr rein. Die schießen sich doch ins eigene Knie so. Und die Frage ist ja auch, ob die Menschen das raffen dadurch, weil diese Sanktionen ja auch die Menschen sehr hart treffen. Und die Hoffnung ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, dass die Menschen das merken, dass da irgendwas im Busch ist. Mhm. Und wenn sie nichts mehr machen können, kein Netflix mehr, ja, keine EA-Games mehr, Magnus ist zu, BK ist zu, alles macht zu dort, dass sie halt nichts mehr haben außer Wodka und Kaviar und Stolle Schneier, wie das alles heißt. Und dann irgendwie merken, irgendwie wegen einer ukrainischen Invasion, Ja, wie gesagt, wenn es dann hinterher heißt, der böse Westen war, das ist halt auch nicht geil. Ich finde das generell nicht unbedingt was, wo man jetzt applaudieren kann. Mhm. Weil ich weiß nicht, wenn da so ein totalitärer Staat ist, der komplett in die Ecke gedrängt ist, dessen Bevölkerung es schlecht geht, ist jetzt auch nicht die geilste Situation. Ja, sicher. Und es gab auch gestern, habe ich noch eine Meldung gesehen, dass Putin wohl eine Rede gehalten hat in einem Stadion und musste sich aber die Menschen herankarren lassen, dass sie halt sich das angucken und ihnen wurde irgendwie eine Bratwurst versprochen oder so, irgendwie Würstchen und geile Suppe und so und Getränke. Das ist ja wie beim Impfen. Quasi, aber es war am Ende nur eine Kapernsuppe und viele waren enttäuscht davon und haben gar nicht bekommen, was ihnen versprochen worden ist und mussten aber Putin zujubeln. Also davon habe ich nichts gehört. Davon habe ich nichts gehört, dass sie da, aber okay. Es wurde richtig inszeniert, so Nordkorea-like, so. Also ich habe halt mitbekommen, dass in der Ausstrahlung davon plötzlich ein Schnitt war. Und die Rede halt unterbrochen war und plötzlich Musik gespielt hat. Das gab es auch, genau. Ja.
Und während sein Volk wohl irgendwie hungert und irgendwie es gerade voll die Probleme gibt, ist er aufgetreten mit einer übelst teuren Jacke, war noch irgendwie das noch so ein Shitstorm. Er trägt eine 30.000-Euro-Jacke so gefühlt und dem Volk geht's gerade schlecht. Ja, das größte Ding da, also mal abgesehen davon, dass Russland das größte Land ist, war Marina Ovsyannikova. Ja. Ovsyannikova. Die hat nämlich richtig was gerissen diese Woche. Kein Jungfernhäutchen bei Grenouilles Duftpflanze, sondern sie war quasi beim russischen Fox News angestellt, beim Propagandasender schlechthin. Und das jahrelang, hat sich jetzt aber entschieden, dass sie das gar nicht mehr gutheißen kann, was da passiert. Und hat sich mit einem Schild No War in Ukraine, irgendwas Russisches und irgendwas Love oder so, in eine Live-Sendung reingestellt und hat geschrien im Hintergrund. Es war ungefähr 5 Sekunden zu sehen, bevor er weggeschalten wurde. Und ich glaube, man weiß gar nicht, wo sie jetzt ist, in welchem Gulag, Nee, es hieß oder? wohl, dass sie verhaftet worden ist und es gab schon mal eine Geldstrafe. Und jetzt wird wohl noch irgendwie Haft irgendwie ausgehandelt. Also man weiß schon offenbar noch, wo sie ist und so, aber Okay. es warten auf sie harte Strafen. Aber wenn da drauf steht, No one in Ukraine, ist es doch eigentlich eine Aussage. Es Ja, gibt keinen Krieg in der Ukraine. es war schon so gedacht, Ja, ich dass weiß. wir wollen das nicht oder ich will das nicht und bla. Auf jeden Fall sehr mutig, das da Ja, umzusetzen. vor allem hat die ja auch irgendwie eine Tochter zu Hause, was halt, also da kannst du dir mal vorstellen, was, wie krass muss es für dich sein, dass du A, eigentlich immer bei diesem Sender gearbeitet hast und B, obwohl du halt ein Kind zu Hause hast, was du irgendwie schützen willst, ist trotzdem für so unumgänglich findest, da irgendwie jetzt was gegen machen zu müssen. Das ist schon echt eine krasse Sache so und Oder sie glaubt scheint schon eben, was geholfen zu oder haben. sie dachte eben auch, dass sie keine Repressalien erwarten, vielleicht, weißt du? Kann ich mir nicht Dass vorstellen. sie vielleicht schon irgendwie woke ist, ja, so erwacht ist, aber nicht so ganz und denkt, ja, wir haben immer noch Meinungsfreiheit hier, das hätte ich ja schon noch sagen dürfen, dass es keinen Krieg gibt. Würde ich jetzt auch nicht Bei behaupten, den aber. Bildern, die man so sieht, da gab es ja eins auch, ich glaube, das war diese Woche, wo einer eine interviewt auf der Straße und die antwortet noch nicht mal wirklich inhaltlich was, da wird die schon abgeführt, ja. Und sie war halt schon irgendwie gegen den Krieg. Dann kommt eine zweite und er redet wieder mit der Kameramann und sie sagt aber, sie ist pro Krieg, sie findet es alles gut. Und in dem Moment, wo sie anfangen will, das auszuführen, wird sie auch Habe ich einkassiert. auch gesehen, ja. Das Richtig ist so gut. blöd, so Also beide willkürlich. Seiten werden einfach, Ja. haltet alle die Es gibt Schnauze. keinen Krieg. Ja, die Frage ist ja, wenn du sagst, ich finde den Krieg gut, den es da gibt, du hast auch abgeführt, weil es ja kein Krieg ist, weißt du? Ach so, stimmt. Das ist ja Das eine kann sein. Special Military Operation. Operation, Ja. genau. Und diese Frau mit der Schildaktion hat es wohl auch angekündigt vorher in den sozialen Medien. Das war noch ein wichtiger Punkt. Okay. Und die Spritpreise. Die Deutschen sind die Verlierer des Krieges, denn die Spritpreise gehen ja gerade an die Decke. Man zahlt so 2 Die armen Euro Deutschen. irgendwas für einen Liter irgendwas. Und es schiebt natürlich alles auf die Regierung. Ja, auch die Grünen sind jetzt in der Ampelregierung und das Öl wird immer teurer und das Benzin und so. Und Habeck ist schuld. Aber stimmt tatsächlich gar nicht. Klar sind die Rohstoffpreise irgendwie gestiegen, aber nicht in dem Verhältnis, wie jetzt die Tankpreise am Ende sind. Und auch die Steuern sind wohl zu großen Teil gleich geblieben. Aber die Ölraffinerien irgendwie, die bereichern sich gerade mega da dran, weil sie nämlich spekulieren, dass der Preis steigen könnte irgendwann. Haben jetzt schon mal die Preise Ja, rangezogen. Schwänze. Ja? Da könnte man jetzt sich mal ein Beispiel nehmen an Neuseeland. Die haben Genau. nämlich die Steuer für also die, wie heißt es dann, Treibstoffsteuer oder sowas, Vielleicht klassisch die, oder Mehrwertsteuer vielleicht, vielleicht auch? nee, Nee. Ölsteuer. Gibt es bestimmt, ich kenne mich da nicht aus, ich fahre da nie Auto. Haben sie komplett wegfallen lassen und haben die Preise für öffentliche Verkehrsmittel Genau, halbiert. genau. Das Was ist doch mal machen was. wir? Irgendwelche komischen Tankgutscheine soll es geben und dass man ein bisschen weniger bezahlen muss beim Tanken. Das ist doch unfassbar. Wird gerade besprochen von der Regierung. Ich habe eine Idee. Wir machen einfach von der Regierung vorgegeben, so einen zusätzlichen Trichter in die Autos rein, dass nur noch die Hälfte reinpasst. Dann tanken wir nicht mehr so teuer. Das ist eine gute Idee. Ja. Es gibt ja auch so von der Regierung gerade so Tipps, so Spartipps irgendwie, dass man statt 150, 130 fährt oder 120 auf der Autobahn fährt und so, dass man zur Arbeit läuft oder Fahrrad fährt, wenn es möglich ist und so weiter, nicht jeden Raum in der Wohnung beheizt, dass man trotzdem halt irgendwie den Strom, die Energie spart und so.
Das finde ich schön, dass ich hier mit meinem gar nicht heizen dem deutschen Staat auf diese Art und Weise Heizst du helfen echt kann. gar nicht, aber hast du doch so eine Heizung in dem Ich Moment, ne? besitze eine Heizung, aber das heißt nicht, dass ich Also sie hast du sie nie anschalte. an? Krass. Mein PC ist warm genug und auch so, also nee. Wir heizen auch nur im Wohnzimmer eigentlich. Ich finde das mittlerweile regelrecht abartig, muss ich sagen. Also ich habe ja eh da, ich bin ja ein Superheld. Ich habe da so einen sechsten Sinn für oder also eher so eine Awareness, sage ich mal, für die Luft, weil ich ja, wie gesagt, ewig nicht riechen konnte. Und aber auch diese trockene Heizungsluft ja auch nicht geil für die Schleimhäute Ja, ist. mega, stimmt. Und ich merke das halt sofort, wenn es irgendwie zu trocken ist, weil die Heizung halt an ist. Das ist übelst abartig. Und wenn irgendwie, wenn ich, meine Mitbewohner sind ja gerade nicht da, aber wenn ich irgendwie morgens ins Bad komme und das ist geheizt, das finde ich mittlerweile richtig ekelhaft. Ja, Ja. Ja, ich finde es auch seltsam. Ich heiz auch im Bad nicht so und finde, wenn man in die Badewanne geht, so ist es ja eh warm um einen drum, da brauche ich kein warmes Zimmer so. Und ich war bei einer Freundin zu Besuch vor ein paar Tagen, nee, schon über eine Woche, und die hat einfach so einen Kamin in ihrer Wohnung. Und die muss gar kein Öl bezahlen, so. Die hat einfach nur einen Kamin für die Wohnung, die sie hat. Und aber auch, was sie aber hat, ist eine Fußbodenheizung, die sie manchmal nutzt. Oha. Das finde ich wiederum ein bisschen sinnlos, auch wenn es geil ist. Das wäre für mich das einzig Sinnvolle, weil Füße sind für mich das Sensibelste, Ja. was Kälte angeht. Ich war mal in einem Hotel, da gab es Fußbodenheizung. Das war auch im Winter, da habe ich es genutzt. Weil ich dachte, das ist eh nicht meins. Ich habe es auch nicht aufgedreht und dann gelassen. Schön Lavaboden, Ja, Alter. weil als ich wusste irgendwie, das gibt's dort und ich muss das auch nicht bezahlen, habe ich das Mühe angemacht, mich ins Bett gelegt. Danach habe ich dann, als es warm genug wurde, bin ich duschen gegangen. Das war auch so eine Fußboden, auch Dusche, weißt du? Also war ein richtig geiles Hotel und dachte, nice. Das hätte ich gern immer, wenn es nicht so teuer wäre und umweltschädigend wäre. Ja. Aber Kamin? Würdest du einen Kamin benutzen und auch richtig selber Feuerholz hacken? Da wäre ich, glaube ich, zu faul für. Dito. Also ja, so Special-Event-mäßig, wenn man mal irgendwie hier Cabin in the Woods-mäßig irgendwie so ein Trip macht oder so, dann klar, aber privat weiß ich nicht. Sind auch schon über der Zeit jetzt, ne? Wir sind fast über der Zeit, glaube ich, Wir aber hatten ja. 18 angefangen, tatsächlich. Ach so. Ja. Ja, schade, Leute. Dann müssen wir jetzt leider Feierabend machen. Ich Schnelldurchlauf, Russland, russische Kosmonauten sind mit Blau und Gelb in die ISS. Genau, habe ich auch gesehen. Fand ich auch ganz nice. Wird dann awkward, wenn sie wieder landen wollen. Dann sagen sie vielleicht, können wir zu euch mit Amis oder irgendwie so. Fand ich sehr, sehr gut. Und der US-Senat ist sich ausnahmsweise mal einig. Das fand ich interessant. Die haben einstimmig entschieden, dass Putin Kriegsverbrecher ist. Gehe Und ich mit? ähnlich schlimmes Ding, sie haben sich jetzt entschieden, die Tageszeit ohne Umstellung zu machen, fest und zwar auf der Sommerzeit. Was ich persönlich sehr befürworte, weil ich ja kein Frühaufsteher bin. Ich kann das natürlich auch verstehen, dass man das früh für einen Organismus braucht. Wenn das Licht angeht, dann ist das auch für den Körper gut. Aber weißt du, wenn ich halt später aufstehe, ist mir das scheißegal. Also ich wäre sehr, 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 sehr für permanente Sommerzeit. Ja, gehe ich mit. Ja, Oder gut. einfach jedes Jahr die Uhr zurückdrehen. Ohne sie wieder Immer vor weiter. ohne sie vorzudrehen, quasi, weißt du? Ja. Weil es ja diesen Ausgleich immer gibt. Eine Stunde vor, danach wieder eine Stunde zurück und so. Ja. Ich bin für nur zurück, dass man immer noch mal eine Stunde mehr Schlaf hat im Finde ich Jahr. auch gut, ja. Permanente Sommerzeit, ich hoffe, es kommt. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich hier jetzt noch ganz was Wichtiges. Ja, es gab noch irgendwie ein Loophole, aber das fand ich nur interessant. Es ist jetzt nicht so weltbewegend. Es gab ein Loophole bei den Amis mal wieder, was erlaubt hat, dass die Federal Officers Sex mit Festgenommenen haben und dann sagen können, es war einvernehmlich, Ah ja. weil die ja quasi nicht so einen freien Willen haben. Ich weiß nicht, was Aber das betrifft Loophole mich war. nicht, ist mir egal. Ja, fand ich aber ganz witzig. Elon Musk hat Wladimir Putin zum Zweikampf herausgefordert Stimmt, ja, da um war ja die was. Ukraine. Ja. Ich glaube, er verliert, Elon Musk. Und Far From Home habe ich diese Woche geschaut. Da wollte ich nur ganz kurz sagen, die erste Hälfte ist ja fürchterlich. Kenne ich nicht. Ich kann das nicht mehr so ab, dass die, also bin ja eh kein Marvel-Fan, bis auf Guardians of the Galaxy, bla bla bla. Also, warum nehmen die Filme sich einfach nicht so ernst? Ich finde es einfach schade, dass eigentlich fast jede Figur ist eine Variation von Tony Stark. So, haha, ich bin hier cheeky und mache meinen Kommentar und nehme. Da ist zwar eine Gefahr und die Welt geht unter, aber ich mache noch kurz einen coolen Spruch. Und das ist irgendwie, also die erste Stunde ist es halt richtig hart, danach geht's. So, und ich finde, da nimmt sich das ganze Universum so viel an Fallhöhe,
man kann ja irgendwie dann lieber halt zwei Comic-Relief-Charaktere und die anderen nehmen sich halt ernst so. Aber egal, das habe ich nur die Woche gesehen, wollte ich nur mal sagen. Was gehen wir der Woche? Wenig, oder? Ist nicht so viel passiert jetzt. Ja, puf. Vielleicht eine 5? Oh, ganz so tief können wir echt nicht gehen. Nee. Guck mal, die Ukrainer, die sterben gerade. Ja, aber ich dachte, wir messen die jede Woche neu. Was in der Krieg ist ja irgendwie fortlaufend. Ja, so ein Krieg hat eine schlechte Halbwertszeit, ne, was Entertainment-Faktor angeht. Ist so. Also ich fand halt schon die Aktion der Frau da mit dem Schild im Fernsehen schon ziemlich cool. Ging ja, sehr viral. Also ich würde schon noch auf so eine 7 gehen. Weil ich echt, also guck dir das Arnold-Video mal an, ich fand das echt schon dafür, dass ich so eine grundlegende Skepsis habe, wenn jetzt wieder irgendein Promi seine scheiß Meinung so hinten von sich geben muss, der eigentlich nichts damit zu tun hat, fand ich das sehr, sehr gut. Und würde mir ausmalen können und hoffen, dass das tatsächlich irgendwie was bewegt bei der russischen Bevölkerung. Okay, für StudiVZ sage ich auch eine 7. Stimmt, StudiVZ. Eine große Instanz geht verloren. Ja. Kann man, sind wir kann da jetzt man irgendwie, machen. Guck mal, da sind wir von Beginn des Krieges 9,5 auf 9,87 jetzt, glaube ich. Echt? Ja, das wird langweilig langsam. Ja. Als wenn Putin nicht bei einem großen roten Knopf drückt, dann wüsste ich nicht, was das nachher noch werden soll. Nee, ich auch nicht. Oh Mann. Ja, das geil. Das ist natürlich alles nur hier billiger Sarkasmus und Ironie und so als Disclaimer. Also ich glaube halt nach wie vor nicht, dass Putin geisteskrank ist und jemand, ein der bisschen geist... Vielleicht. Also jeder weiß, was es heißt, sobald so eine Atomrakete gestartet ist, das ist halt total annihilation, so. Das weiß eigentlich jeder. Mhm. Und schon von allein daher kann ich mir nicht vorstellen, dass, also verschwindend gering aktuell, dass das passiert. Was, wenn Putin Krebs hat und das weiß und bald stirbt? Ja, das würde es vielleicht ein bisschen steigern. Ja, und dann sagt, jetzt bin ich kurz vom Abnippeln. Aber dann passt es halt auch wieder nicht, weil eigentlich hat er sich ja, und ich habe mir auch diese eine Stunde sein Gelaber angehört, wie er rechtfertigt, warum da jetzt einmarschiert wird und es nicht unbedingt nur um NATO geht. Er will ja eigentlich dann ein gewisses Legacy hinterlassen. Und das Legacy kann ja eigentlich nicht sein, ich habe euch alle hier in die Luft gesprengt. Also auch seine eigenen Leute. Da hat er schon genug gemacht. Ich weiß nicht, was er noch alles erreichen will. Ist ja auch, also mal, ist auch mal Schluss. Ich glaube tatsächlich, dass Putin nicht unbedingt, also nicht für die Bevölkerung, sondern schon eher diesen Ansatz hat, wie hier, ich hinterlasse jetzt hier ein, ne, irgendwie hier mein Erbe irgendwie mehr als Hitler. So, weißt du? Ich glaube, der war halt wirklich einfach, wir machen hier Unterjochung und ich bin der Boss. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, bei ihm so, ne, die große Sowjetunion oder so. Ach, Putin war schon vorher ein riesiges Arschloch. Da wird nicht noch ein größeres er ist ein größeres Arschloch geworden. Aber er war vorher schon ein großes Arschloch, weißt du, braucht diesen scheiß Krieg nicht. Ich hab's jetzt ihm so schön geredet, weißt du. Der hört ja garantiert auch zu hier. Natürlich und, hört er. Und er zu. Versteht Deutsch, ja. Und er hovert die ganze Zeit mit dem Finger über dem großen Knopf, ja. Und ich hab's gerade so gut, ja, ich habe ihn in Schutz genommen. Und jetzt kommst du wieder und sagst, es ist schon immer ein Arschloch. Du darfst ihm auch nicht hier Honig ums Maul spielen. Du musst ihm auch mal die Realität vor Augen halten und sagen: Doch. Hier, Vladimir, du bist schon sehr alt, bist sehr krank, ein bisschen komisch geworden. Wir merken das, wir Leute. Wir merken, dass du gerade Quatsch machst. Na gut. Dann, vielen Dank, Leute. Die Musik wird gerade unangenehm laut. Ich verstehe schon gar nicht mehr. Das war der Yin und Yang Podcast. Ja. Yin und Tschüss. Yang. Tschüss. Tschüss. Und bald vielleicht ein Hörerwunsch.